Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wir wollen heute am Sonntag auch mal reingucken, wie so die Energien für den heutigen Tag sind. Wie immer ist dies ein allgemeines Orakel, das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. Und da wir alle erwachsen sind, können wir uns immer das rausnehmen, was sich für uns richtig und stimmig anfühlt. Den Rest lassen wir hier im esoterischen Supermarkt auf dem Regal liegen und gucken mal, wohin die Reise geht. So. Ein Sonntag. Wir beginnen mit der Tagesenergiezahl. Diese Zahl ist heute die 554. Sie bedeutet, dass wir neue Chancen auf jeden Fall nutzen sollten. Es geht darum, ein bisschen risikofreudig vielleicht zu sein, ein bisschen wagemutig, einfach offen für das, was das Leben uns anbietet. So, schauen wir mal. Wir beginnen mit dem Orakel der himmlischen Fülle heute. Was darf ich meinen Zuschauern und Zuschauerinnen hier heute mitgeben? Hochenergetische Nahrungsmittel. Wenn du deinen Körper mit einer gesunden biologischen Ernährung versorgst, verbesserst du damit deine Energie insgesamt sowie die Fähigkeit, dich zu fokussieren. Dies führt automatisch zu einer größeren Effizienz, besseren Ideen und höherer Resonanz, was wiederum einmalige Gelegenheiten und segensreiche Beziehungen anzieht. Gut, also achte gut auf deinen Körper. Etwas Ähnliches hatten wir gestern auch schon in der Legung. Und ja, schau, dass du nicht zu viele raffinierte Zucker isst, nicht zu viel Salz zu dir nimmst, nicht den ganzen Tag nur Kaffee trinkst und dafür sorgst, dass du auf jeden Fall genügend Wasser zu dir nimmst. Gut, schauen wir mal weiter. Nee, das möchte ich gerade noch nicht. Wir gehen mal in das Seelenforscher-Orakel von Christine Lau und schauen mal, was ich hier so zeigen mag. Für all diejenigen, die neu sind, die Tagesenergiezahl ist eine Zahl, die ich selbst in der Stille empfangen habe, ebenso wie ihre Reihenfolge. Und ich veröffentliche jeden Tag bei Instagram dazu auch ein kleines Bildchen. Also falls du das Ganze auch gerne mal anschauen und nicht nur anhören möchtest, kannst du gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Der Weg dazu müsste unterhalb des Videos eigentlich in der Videobeschreibung sein. So, gucken wir mal. Wir haben heute das Leuchten. Es ist an der Zeit, dein Licht anzuzünden. Die Verspieltheit. Sieh das Leben als Experiment. Alles ist nur eine Erfahrung. Und der Regen, auch der stärkste und längste Regenguss, macht irgendwann der Sonne Platz, damit du wieder aufgehen kannst. Wenn du in den letzten Tagen, vielleicht auch in den letzten Wochen oder Monaten total gestresst, müde und abgespannt warst, dann lass dir gesagt sein, dass es so langsam an der Zeit ist, mal wieder die Sonne hervorzukramen. Heute am Sonntag, das Sonnensymbol. Entwickle eine Vision davon, was für dich wirklich schön ist, was dich wirklich glücklich macht, wo du dich zufrieden fühlst und sicher, geborgen. Ich weiß, viele von euch gehen durch dramatische Veränderungen in ihrem Leben. Viele Menschen sind an Wendepunkten, wo man manchmal auch nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Aber irgendwie geht es immer weiter. Das ist ja der Witz an der Sache. Selbst wenn unser Gehirn keine Antworten mehr ausspucken kann, dann schickt uns das Leben Antworten auf das, was wir benötigen. Und diese neuen Chancen, die dürfen jetzt reinkommen. Sie dürfen hier reinkommen und uns zeigen, was doch noch alles möglich ist hinter unserer Wand aus Vorstellungskraft. Manche Situationen überschreiten einfach die eigene Vorstellungskraft und man darf auch solche Gebete an Gott senden oder ins Universum geben. In dem Moment, wo du dir eingestehst, dass die Lösung eines Problems deine Vorstellungskraft übersteigt und du keine Ahnung mehr hast, wie du weitermachen sollst, in dem Moment öffnest du dich aber dafür, neue Antworten zu bekommen, neue Chancen zu erleben oder vor die Füße gelegt zu bekommen und sie dann nutzen zu können. Schauen wir mal weiter. Wir gehen jetzt in das Wandering Star Tarot von Cat Pierce, ebenfalls unterhalb des Videos verlinkt. Und dann schauen wir mal, was ich dir hier noch so mitgeben darf heute. Huch, das ist ein ganzer Block. Wir schauen mal kurz. Die erste Karte ist der Herrscher. Interessant. Eine Energie, die für Recht und Ordnung auch sorgt oder die wieder etwas ins rechte Maß bringt in ihrer positiven Erscheinung. Gucken wir, was wir noch haben.
das Ass der Schwerter, die Zehn der Schwerter, vier Kelche. Die Karte in der Mitte, ich nehme fünf Karten, die Karte in der Mitte sagt, es ist Zeit für einen Abschluss, ein Ende oder das Finale von etwas. Vielleicht hast du jetzt auch einfach dein Problem lange genug durchgekaut, das Problem lange genug ausgesessen und keine Lösung gefunden. Und jetzt sagt das Universum, es ist genug. Ja, sechs der Schwerter, hier wird was neu übersetzt. Das Bedauern und die Trauer kommen vielleicht heute noch einmal hoch. Interessant. Also in Kombination hier mit dem Regen kann es sein, dass du vielleicht heute noch dazu geneigt bist, immer noch traurig zu sein. Über etwas, über eine Entwicklung, über einen Stillstand, über jemanden, der gegangen ist, auf welche Weise auch immer. Und dieser Kummer, Liebeskummer, Trauer, das Vermissen kann sich wirklich allgegenwärtig anfühlen. Aber es ist an der Zeit, das abzusägen, könnte man sagen. Es ist an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Es bringt einfach nichts, sich immer und immer wieder über verschüttete Milch aufzuregen. Hier an dieser Stelle ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen und es wird niemals mehr wieder so, wie du es gerne hättest. Ganz gleich, ob dieser Mensch, den du vermisst, die Möglichkeit hätte, zurückzukommen oder nicht, es wird niemals wieder richtig gut sein, denn diese Wunde, die zwischen euch beiden entstanden ist, wird hier dich dazu anleiten, neue Dinge zu erkunden, alte Verletzungen auch wirklich zu begreifen, zu sehen, wie tief diese Verletzungen sind und von dort aus wirklich weiterzugehen. Wenn du das Gefühl hast, du musst heute noch trauern, dann trauer ruhig, aber bedenke bitte, dass das nicht das Ende der Welt ist, sondern irgendwann dieser Regenguss auch aufhören wird. Generell haben wir hier eine sehr gedankenlastige Energie heute, hier auch die Zehn Schwerter mit dem Ende, der Endgültigkeit, dem Abschluss, dem vollständigen Durchdringen von etwas. Und das Ass der Schwerter natürlich als neue Chance. Wir haben hier die Eins und die Zehn. Das heißt, wir springen hier direkt von einem zum anderen. Es kann sein, dass du hin und her springst zwischen dem Verständnis, dass etwas wirklich jetzt gehen darf und dem Wunsch, dass es wieder so wird wie am Anfang. Aber das geht nicht. Du hast deine Erfahrungen gemacht, du hast hier deine Beulen in die Rüstung geschlagen bekommen mit diesen ganzen Schwertern und du wirst hier mit den vier Kelchen wirklich in einen ernüchternden Zustand kommen, wo du wirklich nüchtern die Situation betrachten kannst. Falls du jemanden vermisst, der dich nicht gut behandelt hat, ist es besser zu schauen, welche negativen Aspekte es gab und einfach eine knallhart, eine wirklich sachliche Liste zu machen, was passiert ist. Denn ein Mann, der dich 10-mal geohrfeigt hat, aber dich einmal nach Bali ausgeführt hat in den Urlaub, hat dich immer noch 10-mal geschlagen. Es ist wichtig, hier eine nüchterne Bilanz zu ziehen von dem, was passiert ist. Das muss natürlich jetzt nicht bei allen so dramatisch sein, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es geht darum, wirklich ehrlich eine Pro- und Kontraliste zu ziehen. Und wenn dich jemand immer wieder belügt und betrügt und bestiehlt und dich ausnutzt, dann überwiegen die angeblich positiven Brotkrümel, die du bekommen hast, einfach nicht. Wenn dich jemand respektlos behandelt, behandelt dich jemand respektlos. Das tut weh. Da kann man auch bedauern, dass der Mensch so ist, wie er ist, aber es geht hier darum, dass du lernst zu heilen. Der Herrscher in seiner Negativität kann Unordnung schaffen, aber ich habe das Gefühl, dass du eventuell auch jemanden finden wirst hier als neue Chance, der dir Halt gibt. Es kann gut sein, dass das aus einer ganz anderen Richtung kommt, als du bisher angenommen hast, dass vielleicht ein Mensch, den du eigentlich nicht so auf dem Schirm hattest oder den du vielleicht auch gering geschätzt hast, aus was für Gründen auch immer, dass dieser Mensch sich plötzlich zu einer Stütze in deinem Leben entwickelt, zu einer Säule, für jemand blüht vielleicht wirklich neben dir auch auf, in dem Moment, wo du dir selber erlaubst, auch das Leben anzunehmen, wie es ist, wo du hier in deine Verspieltheit zurückkommst und bemerkst, dass es an der Zeit ist, eine Erfahrung hier abzuhaken, gedanklich das Ganze zu übersetzen, auf eine neue Ebene zu bringen, neu über die Dinge nachzudenken. Auf der Rider-Waite-Karte sieht man das ganz gut, hier leider nicht. Da ist auf der einen Seite dieses Bootes sehr hoher Wellengang und auf der anderen Seite des Bootes ist der See glatt.
Und darum geht es. Du lernst quasi dein Bötchen zu nutzen, deine eigene Gedankenkraft zu nutzen, um dich von den Wellen der Gedanken nicht davontragen zu lassen, sondern zu lernen, dich wirklich runterzukühlen, dich ganz sanft und liebevoll wirklich ja, die Sache glatt zu machen, sozusagen. Zu lernen, wie du mit der Situation umgehen kannst, ohne auszuflippen, wie du mit der Situation umgehen kannst, ohne in Trauer zu versinken. Du lernst hier dein Mindset zu verändern zum Positiven, aber nicht indem du all die negativen Gefühle von dir abweist oder so tust, als wären sie nicht da, sondern gerade in dem Moment, wo du sie durch dich hindurchlaufen lässt. Wo du bemerkst, okay, ich darf traurig sein, meine Traurigkeit hat hier ihre Berechtigung, aber sie ist halt nicht alles. Diese Enttäuschung, die darf da sein, aber sie macht nicht mein ganzes Leben kaputt, sondern es ist ein kleiner Teilaspekt deines ganzen Lebens, der dir vor die Füße geworfen worden ist, der zerbrochen ist oder wie auch immer. Und du lernst den Sachen ihren richtigen Platz zu geben. Und auch wenn du das Gefühl hast, du wirst hier wie im Kettenkarussell durchgeschleudert, so weißt du doch, dass du irgendwann wieder auf den Boden kommen wirst. Du wirst irgendwann wieder die Füße auf den Boden stellen und dann wirst du auch weitergehen können. Vielleicht ist dir am Anfang noch ein bisschen schlecht dabei. Vielleicht bist du auch noch ein bisschen schleudert oder deine Haare sind noch zerzaust, während du da aus diesem Kettenkarussell aussteigst. Aber du wirst mit der Zeit lernen, diese neue Chance für dich selber zu nutzen. Und eventuell ist es angesagt, dass du einfach lernst, besser auf dich selbst zu achten, sodass es nicht notwendig ist, dass jemand von außen dich stützt. Unterstützung ist wünschenswert, aber es ist nicht notwendig. Wir nehmen abschließend hier zum Schluss heute noch eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Das hat es mir zurzeit angetan. Das nehmen wir jetzt noch abschließend. Und ja, dann widme ich mich wieder meiner Familie. Wir feiern hier heute nämlich einen 10. Geburtstag. Meine Tochter wird heute schon 10. Das ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt. So, gucken wir mal. Was habe ich hier für eine Karte heute noch als letzte abschließende? Kali, das Ende und der Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Das ist die Abschlussbotschaft heute. Ja, wir befinden uns sowieso im Zeitalter des Kali-Yoga und es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass es alles seine Berechtigung hat. Alles Alte, was nicht mehr dienlich ist für unser Wachstum, fällt auseinander. Ob du nach innen schaust oder nach außen schaust, schau hin, es bricht alles auseinander. Und wir dürfen lernen, hier im Regen zu tanzen, anstatt Angst zu haben. Dafür sind wir hergekommen. Es ist die Zeit, in der wir hergekommen sind. Es ist die Zeit, für die wir gemacht wurden. Und es sind die Aufgaben, die wir dachten, bewältigen zu können, bevor wir diese Inkarnation, dieses Leben hier angetreten haben. Also wisse, dass du alles das, was du erlebst, überlebst. Du wirst all diese Gefühle überleben, du wirst all diese Verwirrung überleben und du wirst es auch überleben, dass du vom Leben durchgeschleudert wirst. Du bist stark genug dafür. Du hast dich hier freiwillig gemeldet, diese Zeit mitzuerleben, diese Aktion mitzutragen und du wirst für dich die bestmöglichsten Lernerfahrungen daraus ziehen, wenn du lernst, alles als temporäre Aktion zu sehen, ob es nun Gefühle, Gedanken oder Menschen sind. Und alles verändert sich ja ständig. Es wird niemals ganz toll bleiben und es wird auch niemals ganz schlecht bleiben. Sondern das Einzige, was passieren wird, ist, dass es sich ständig wandelt und du irgendwann deinen Körper wieder abgeben wirst. Also nutze die Chancen, die heute reinkommen. 554, die Tagesenergiezahl. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über einen Kommentar oder ein Like. Wer mag, darf gerne Kanalmitglied werden und so monatlich meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Oder eine kleine Spende da lassen. Falls du in deine persönliche Situation gucken möchtest, schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei, dann können wir eine persönliche Kartenlegung ausmachen. Und ja, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du kannst das Beste daraus machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh wiedersehen. Bis dahin alles Liebe. Ciao.